Aufnahmeprogramme gibt es die Sand am Meer, nur halt, sie kosten manchmal Geld. Mein Aufnahmeprogramm, was ich gekauft habe, hat ja ungefähr 50 Euro gekostet. Jetzt müsste es ungefähr 40 Euro kosten. Dieses Ronix, ne? Ja. Und es ist auch sehr gut. Und man kann da richtig gute Bilder schießen. Diese Screenshots machen. Den Hintergrund, den du da siehst, habe ich mit dem Programm gemacht. Okay. Den könnt ihr jetzt nicht sehen. Sie meinte mich gerade, weil ich hier hinten auf ihren Desktop aufgucken kann. Übrigens, mal so ganz privat. Ihr glaubt gar nicht, wie viel private Pornos Rin hier rumfliegen hat. Pornos, bitte. Ja, schnell rausreden. Hier ist zum Beispiel heiße Schwänze suchen neues Zuhause. Also echt mal, das hier auf YouTube. Ich müsste es wirklich für oh nein! Nein! Oh Gott, nein! Nicht. Na, mehr. Da kommt der Rockin' the DJ. Der ist cool. Den mochte ich mal bei Story of the Zombies. Diesen rockenden, geilen, super DJ. Der völlig aussah. Aber geil finde ich bei Story of the Zombies, sind immer, wenn du ein Level durchgeschafft hast, immer diese Benachrichtigungen, weißt du? Die Zombies. Oh Mann. Ein Zombie, ehrlich, Brain bis zum Umfallen, ne? Nix drinne, aber könnt ihr einen Brief schreiben, weißt du? Geile Sache. Total geil. Ja, Zombie-Spiele allgemein sind ja in letzter Zeit wirklich wieder der Oberbrüller. Man merkt es ja schon. War Z ist ja erst neu rausgekommen, hast du ja bestimmt auch schon gehört, wa? War Z. Ja. War Z, sag ich mal gerne nicht. War Z, War Z. Der, ja, möchte man sagen, Gegner zu DayZ. Ich selber hab's noch nicht angespielt, aber was ich so gesehen habe, gefällt mir das DayZ doch etwas besser. Also ich fand jetzt von War Z noch nicht so ganz beeindruckt sein. Dann natürlich auch allgemein Zombie-Ära, man merkt es im Moment immer sehr viel Resident Evil 6, ne? Hast du davon schon was gesehen, Resident Evil 6? Ja, habe ich schon. Ein kleines bisschen, so einen kleinen Ausschnitt, aber mehr nicht. Zum einen diesen einen mit Raccoon City, ja, tolle KI. Ja, die KI ist wirklich bei Raccoon City. Ja, nobel ausgedrückt, für den Arsch, aber richtig. Mensch, da kannst du ja... Oh Gott, das erinnert mich irgendwie an den Einkauf von letztens. Jemand wollte sich das Spiel kaufen, so ein richtiger Resident Evil Fan ist. Was muss, ja, okay. Was musste ich erklären? Ja, super, ich kenne jemanden, der ist richtig ausgerastet darin. Ja, das war bestimmt ich, ne? Ja. Ja, also Resident Evil Raccoon City ist genauso... Da fand ich ja wirklich damals noch Resident Evil Outbreak dagegen noch besser. Und die waren schon nicht toll. Die Outbreak-Teile. Die waren verbuggt und hast du nicht gesehen. Aber die fand ich sogar besser als das Resident Evil Raccoon City. Und das Schlimme daran ist, ich habe das Spiel jetzt noch angefangen und ich muss es auch irgendwie beenden. Also werde ich mich irgendwann nochmal daran setzen und total hysterisch auf mein Pad rumhämmern, damit ich diese beschissenen BOWs platt kriege. Ich bin so froh, dass ich mich damit nicht rumschlagen muss. Tja, das Lustige finde ich ja, wenn ich mal ganz kurz auf Resident Evil Raccoon City gerade stehen bleiben darf. Es ist wirklich interessant, wenn man mal die alten Resident Evil Teile kennt. Es kam in Resident Evil Teilen, nehmen wir mal an, die alten noch, da kamen vielleicht 6, vielleicht 10 BOWs vor. Weil WoWs sind ja schon echt mördermäßig stark. Ja, echt harte Viecher. In dem Raccoon City Teil hat man sich gedacht, ach, scheiß auf jede Logik, schmeiß mal eben 25 WoWs rein, die man in einer Mission platt machen muss. 25 WoWs reißen einen tierisch kräftig den Arsch auf. Das braucht man ja nicht sagen, aber echt. Und dann so eine Kacke, dreht man einfach nur durch. Die Story-mäßig hier habe ich mitgekriegt, soll ganz okay sein von der Story her, weil es dreht sich ja parallel auch noch mit um Leon. Mhm. Der ist ja parallel auch noch mit dabei. Kann man zum Schluss auch noch, ich habe ja schon ein bisschen was mitgekriegt, man kann zum Schluss sogar auch wählen, ob man Leon töten möchte oder nicht. Ich würde ihn nicht töten. Ich will ihn töten. Warum willst du ihn töten? Na, weil er ein Freund von Chris Redfield ist. Schlag dich ab. Chris Redfield. Würde ich auch töten. Warum? Weil er ein Arsch ist. Er ist kein Arsch. Ich habe hier eine kleine Figur von Chris Redfield. Ich mag ihn. Also ich habe mir schon gesagt, wenn ich mich an Resident Evil 5 ransetzen werde, dann werde ich mir auf alle Fälle einen Wesker-Mod draufpacken, sodass ich Albert Wesker die ganze Zeit spiele.
guten alten Wesker. Das ist ein Riesenarsch, aber richtig cool. Habe ich mir mal so überlegt. Witzig. Ich weiß. Wie läuft es eigentlich mit deiner Dragon Age Part Staffel? Ganz kurz mal weiter. Du hast jetzt wirklich schon ernsthaft geschafft. Ich habe mal nachgeguckt. Du hast über 100 Parts bei Dragon Age draufgeknallt. Ja. Über 100 Parts. Ja, ja. Das ist ja unglaublich. Du bist jetzt wirklich bei Dragon Age wirklich, warte mal ganz kurz, wir gucken mal eben ganz schnell nach. Ich bin noch da. Hörst du mich noch? Ja, ja, ich höre dich noch. 105. 105 Parts von Dragon Age. Hängst du da nicht irgendwann mal zum Hals raus? Nee. Das geht ja gar nicht. Und das ist immer noch Awakening. Ey, ganz ehrlich, das Spiel macht einfach nur Spaß. Ich meine, Origins meine ich nicht. Awakening ist es ja nicht. Origins. Dragon Age Origins. Und du hast mir mal gesagt, ich soll mir Dragon Age Origins holen und davon irgendwann mal Let's Play machen. Genau. Muss ich da wirklich auf 117 Parts Dragon Age zocken? Mal ganz ehrlich, wenn du richtig gut bist und das auch schaffst, dann schaffst du es unter 150 oder 160 Parts. Weil schätzungsweise würde ich ungefähr 160, nee, nicht 160, sondern 130 Parts Intus haben. 130 Parts. Dragon Age. Ich glaube, da mache ich mal einen Stundenpart raus, da geht das vielleicht auch besser weg, ey. Meine Güte nochmal. Was sind eigentlich jetzt so die kommenden Projekte von Ryoshimasa? Was dürfen wir uns, wenn du deinen neuen PC hast, auf alle Fälle schon mal freuen? So Zukunftsprojekte auch, was dir so sehr gefallen wird, was dir schon länger in deinem Kopf umspukt. Ja, auf jeden Fall. Sobald, erstmal muss ich Dragon Age beenden. Klar. Hm? Ja, das dann weiß kommt ich. Dragon Age 2 wird ja auch bald beendet sein. Okay. Da mache ich keinen Speedrun oder so einen Schrott. Mhm. Das funktioniert mit Speedrun überhaupt nicht. Okay. Weil jeder meint, ja, Speedrun, das funktioniert nicht. Speedrun heißt ja so viel wie schnell die Quest abschließen und schnell durchkommen. Aber eben Quests und sowas alles einfach mal liegen lassen. Das nennt man dann Speedrun, dass man einfach sich schnellstmöglich auf die Hauptquest konzentriert und das Spiel schnellstmöglich durchzieht, ohne die Nebenquests zu machen. Das kann man so sagen. Funktioniert nicht das ganz. Das ist ungefähr gut. So. Das funktioniert nicht ganz gut. Ja, aber das ist Speedrun ungefähr. Dass man ein Spiel schnell genug bespielt. Oh, und weiter? Skyrim ist auf alle Fälle auch ein Thema für dich, ja? Okay. Skyrim auf jeden Fall. Jetzt muss ich auch mal gucken, was habe ich denn noch alles rumliegen. Vergiss nicht, du spielst noch nebenbei. Nicht, dass du das dann auf einmal vergisst und ich schreie dich hier an, dass der Zombie dich gerade plackt. Ne? Ach, passt schon. Jetzt habe ich hier ein passendes Pilz, was genau zu dir richtig passt. Ja, das ist er, ja. Zerstört einen großen Bereich und hinterlässt einen Krater. Ja, das hinterlasse ich gerne. okay, damit wir mal wieder zurückkommen zum eigentlichen Thema. Ja, sobald ich meinen neuen PC habe und alles pipapo gut und fertig ist und auch richtig gut Skyrim packen kann, wird auf jeden Fall Skyrim Let's Play. Ich habe momentan ja neue Teile gekauft, die werde ich aber nicht jetzt einbauen, kann ich jetzt im Moment auch noch nicht. Sonst raucht mir das ganze Ding weg. Und sobald ich halt die neuen Teile habe, das wird so ungefähr nächstes Jahr sein, so Anfang des Jahres, dann geht es so richtig los mit den Spielen, die ich eigentlich normalerweise nicht gut zocken kann. Okay. Da wäre zum Beispiel GTA 4, Mass Effect, Deus Ex, habe ich ja auch hier noch rumliegen. Mass Effect, okay. Ja. Den ersten? Ich habe beide Teile. Ich habe erstmal zwei Teile. Okay, den dritten also noch nicht. Alles klar. Doch, ich habe von Mass Effect. Den dritten habe ich. Also ich habe vom Mass Effect gerade mal erst eins. Ich sammle mir die Teile mal zusammen. Und wenn ich mal so rumgucke, was für Spiele ich hier noch habe. Diablo 3 habe ich hier rumliegen. Das zocke ich nebenbei mit dem guten Double D. Ja, und dann wird halt noch weitergeführt der ganze Rotz mit Sims 3 und halt der ganzen Let's Player WG. Die Let's Player WG wird es nicht mehr geben. Mhm. Der Grund ist halt dafür, es sind halt zu viele und der Aufwand ist zu hoch. Okay. Also Sims 3 wird beendet werden von dir, oder wie?
Nicht mit der Let's Player WG und außerdem hat das jetzt wieder neu angefangen, indem ich halt Supernatural Supernatural drin hab und noch einen weiteren Teil. Okay. Und vielleicht hast du jetzt nur Supernatural drin oder hast du auch die anderen Erweiterungen drauf? Oh, ich habe noch andere Erweiterungen. Denkst du, ich bin so, ich bin so mickrig und tu die anderen Erweiterungen nicht mit rein? Nee, ich hätte sein können. Ich habe ja Leute schon gesehen, die haben Sims 3 und nur Supernatural draufgepackt, um das selbst zu zeigen. Nein. Ich habe noch einfach tierischen noch mit drin. Dann habe ich hier Superstars mit drin. Ich habe, oh Gott, was habe ich noch alles? Also fast alle. Fast alle. Nicht fast alle. Der gute Crash hat mir noch ein paar extra Sachen gegeben, wo ich mich frage, geht es überhaupt in Ordnung, wenn ich sowas zeige? Ich habe nämlich die so eine wunderschöne Hexendame gemacht. Mhm. Und ich glaube, er ist nicht gerade so zufrieden damit. Tja, der Crash. Naja, die war ja nicht zufrieden. Die? Nee, die war nicht zufrieden. Ich mag die nicht. Magst du nicht? Nee. Die gibt's ja gar nicht. Mag nicht. So, welche Welle hast du jetzt gerade überhaupt? Welle 2.6 hast du angefangen. 2.7, 2.8. Ja, die nächste Welle kommt. 2.8. Also 2.8. Es gibt, glaube ich, ich habe mal nachgeguckt, glaube ich mal, ich glaube 10 Parts oder 10 Level. 10, 11 Level. Von Pflanzen gegen Zombies? Kann hinkommen. Ich nehme diesmal die Knallkirschen mit. Jo, immer die Knallkirschen reinhauen. Die machen immer Boom. Die machen schön Boom. Was ich am meisten da hasse, ist, wenn schon diese Nacht, also die Blitze, also sprich Unwetter. Ah. Jo, das ist dann echt schon ein bisschen ätzend. Das können sie hier von deinen armen kleinen Pilzchen sterben. So, also haben wir bei dir zusammengefasst, dass bei dir Dragon Age kommen, also Dragon Age bald beendet sein wird, die beiden Reihen, wahrscheinlich bald. Mhm. Du dann auf Skyrim, also wieder ein sehr langes Projekt starten wirst. Dahinzu wirst du dann nochmal gucken, ob du vielleicht noch irgendwas anderes, was ist eigentlich mit Kurzzeitprojekten bei dir? Gibt's irgendwas, was du mal als Kurzzeitprojekt anfangen, weil du doch sehr lange Spiele Let's Plays oder liebst du sowas? Ich glaube, das ist einfach mein Favorit. Weil jetzt mit Pflanzen gegen Zombies hast du auch gerade wirklich wieder ein Projekt aus der Schublade geholt, das mal wieder sehr lange gehen wird bei dir, ne? Nö, nicht sehr lange. Wenn ich den Boss erledigt habe, ist er erledigt und dann mache ich nicht mehr weiter. Spiel auch Lollipop Chainsaw. Kann ich nicht. Gibt's ja leider nur auf Xbox 360, ja. Ich würde Lollipop Chainsaw auf alle Fälle mit Nudepad spielen. Wenn ich das spielen würde, Lollipop Chainsaw, ich würde mir einen Noob-Patch raussuchen und dann wird bei mir Lollipop Chainsaw XXX gespielt. Das ist schon mal klar. Du wüsstest, was ich hier auf meinem Rechner drauf habe? Lollipop Chainsaw XXX. Nee, aber es ist echt lustig. Also ich habe mir Lollipop Chainsaw mal angesehen. Ich fand das Spiel selber so nicht sehr interessant, weil es ist wirklich ein bisschen sehr lahm. Aber wenn man da mal einen schönen Nude-Patch mit reinpackt, ich glaube, dann hat man das Spiel, kann man aus dem Spiel auch einiges rausholen, möchte ich mal ganz gerne manchmal sagen. Ich glaube, dann sieht das Spiel auch vielleicht schon mal etwas interessanter aus. Wäre denn auch mal was für dich, so eine Final Fantasy-Reihe? Ja. Final Fantasy grundsätzlich nicht. Aha, wieso? Kannst du dich mit der Reihe nicht anfreunden, oder wie sieht das aus? Ich mag zwar Final Fantasy, aber das ist einfach nur, ja, kann man so sagen, nicht besonders. Das macht auch so gut wie fast jeder. Ist mir die Final Fantasy-Reihe sehr gut gefallen. Ich war ja Starter mit 7 und damit 8. 9 habe ich nicht mehr gespielt, 10 habe ich nochmal durchgespielt. X10-2 habe ich dann komplett sein gelassen und bei 13 war bei mir ja auch. Ich sag mal was, ich mag die 10 überhaupt nicht. Oh doch, die 10 fand ich gut. Ich hasse Teil 10. Ich mochte Teil 10. Also Teil 10 fand ich persönlichkeitshalber sehr gut. Also ich fand die Story geil. Ich weiß auch nicht, warum ich Teil 10 nicht so schätze. Ich hasse es. Es ist genauso wie den 10-2. Ich mag das auch nicht. Ich habe mal eine Idee. Passt mal auf. An alle Abonnenten von Ryoshima Samen. Wenn ihr mal wollt, dass Ryoshima Samen Matt TV zockt
oder mal mehr News oder mal sowas Älteres sagt, dann gib doch, also schreib doch einfach mal unten in die Kommentare rein, Tatsu, du hast recht. Du, das glaube ich eher selten. Das glaube ich eher selten, dass irgendjemand mir da schreiben würde, ja, mach das mal. Ich glaube nicht, dass ich so viele Abonnenten habe, die sich das angucken werden. Naja, man weiß ja nie. Wenn ich erstmal reinschreibe, vielleicht kommen da ein paar mehr. Nein, aber ich weiß nicht, ob das für dich was wäre. Wirtschaftsstrategie-Spiel? Ja, nicht so deine Welt, ne? Nee. Das muss ja auch sein. Also, das muss ja auch zu den Let's Player passen, finde ich. So ein Spiel. Sonst wird ja nichts draus. Obwohl ich doch. Also, ich probiere immer ziemlich vielseitig zu sein. Merkt man ja auch eindeutig mein Projekt an. Dass ich ein vielseitiger Let's Player bin. Also, ich habe keine Scheu, neue Spiele anzufangen. Ich habe keine Scheu, alte Spiele rauszuholen und mich daran zu setzen und irgendwie versuchen, das Bestmögliche aus dem Game rauszuholen, was ich halt so leisten kann. Das muss man halt mal versuchen. Oh, ob's Rentsch. Eines der besten Spiele, was ich mal hatte, das war so eine Art Tycoon. Das war, oh Gott, wie hieß es nochmal? Ich war so dermaßen sauer, weil es auf einmal nicht mehr da war. Meine Cousine hat es verkauft. Okay, Tycoon kenne ich mich sehr gut aus. Also das war, welches Tycoon? Das mit den wunderschönen... Ach toll, jetzt fuchtel ich mit meinem Arm rum. Ja. Gottchen, wie hieß es doch mal? Fuck! Ach, Mensch. Also auf jeden Fall mit Vergnügungspark war das. Und auf einmal war es weg. Rollercoaster-Tycoon. Ja, genau, das war's. Meine Cousine. 1, 2 oder 3? Ja, weiß ich jetzt nicht mehr. Meine Cousine hat es verkauft. Für 1 Euro. Rollercoaster Tycoon ist ein sehr cooles Spiel. Gerade Teil 1, Teil 2 ist sehr geil und Teil 3 ist mehr 3. War es mehr 3D bezogen? Es war mehr 3D bezogen. Teil 3. Ja, ich weiß es ja nicht mehr. Meine Cousine hat es, wie gesagt, verkauft. Ich bin verdammt nochmal sauer gewesen. Hab gesagt, ja, sie muss mir das zurückzahlen. Hat mir 1 Euro in die Hand gedrückt und ich dachte nur, was soll der Scheiß? Also ich weiß, Rollercoaster 3 kriegst du bisher... Habe ich mal mitgekriegt, eine Pyramide, ne, für PC, für 10 Euro, bei eBay sogar noch günstiger, und da sind alle 3 Erweiterungsteile dabei, das heißt also, SoCat und das andere Erweiterung noch dazu, damit du mit den Tieren noch machen kannst. Also es gibt noch Rollercoaster Tycoon, und es ist auch sehr günstig. Du könntest das noch sehr günstig schießen. Ja, könnte ich mir nochmal holen, ich weiß. Aber ich habe daran nicht mehr gedacht, es nochmal zu holen.